Willkommen, schön, dass du da bist. Wir wollen uns heute das neue Event angucken, die Sacred Hunt oder Heilige Jagd, die wir mit Kapitel 4 von Age of War erwarten können. Die Heilige Jagd wird erstmal nur in Kapitel 4 verfügbar sein. Es ist an und für sich mal was anderes, finde ich. Es ist eine ganz spannende Geschichte und es gibt auch wirklich nette Belohnungen. Wenn du jetzt nachts in den Exiled Lands unterwegs bist, wirst du von Werhyänen angegriffen werden. Also bei mir war es jetzt bisher so, dass irgendwie immer nur eine Hyäne pro Nacht aufgetaucht ist. Auf jeden Fall, wenn du mit diesen Hyänen dann gekämpft hast, dann erhältst du von ihnen knotige Fänge, Gnarled Fangs, und ein Jagdbeutel. Der Jagdbeutel enthält einfach vielleicht ein paar Gegenstände, auf jeden Fall eine Karte, die dir anzeigen soll, wo dieser Event-Hub ist, also wo du deine Quest bekommst und immer auch wieder hingehen musst. Das kannst du aber auch sehen anhand eines großen Lichtstrahls, der von dort aus in den Himmel geht. Die Werhyänen bringen dir jeweils so 3 bis 4 Fänge ein und diese Fänge brauchst du für das Event und zwar brauchst du eine ganze Menge von diesen Fängen. Das erste, was du benötigst, sind insgesamt 11 Fänge, um überhaupt das Event starten zu können. Aber im Prinzip kann man sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, auch diese Hyänen jeweils immer mitzunehmen und zu bekämpfen, weil die Dinge, die du dann bekommen kannst, kosten relativ viele Fänge. Am Eventort hinter Jebel Zaks Dungeon findest du 2 NPCs. Das eine ist die Questgeberin. Von ihr lernst du einmal die ganze Geschichte. Das kannst du dir natürlich anhören, was sie zu erzählen hat. Sie sagt dir auch, wo die verschiedenen Aufgaben zu erledigen sind auf der Karte. Also zumindest so ungefähr sagt sie es dir. Und du lernst von ihr, wie man die Champion Lure macht, also das Lockmittel, um die Champions, die zu bekämpfen sind, anzulocken. Beim Händler kannst du dann verschiedene Dinge kaufen. Das erste, was für uns wichtig ist, dass wir einmal die Champion Lure, das Lockmittel, kaufen. Und das kannst du gleich 3 oder 4 Mal auch kaufen, wenn du genug Fänge hast. Und dann die Kriegsbemalung. Und diese Kriegsbemalung würde ich empfehlen, gleich auch mehrere davon zu kaufen, weil wenn du stirbst im Kampf, dann musst du die Kriegsbemalung wieder neu anlegen. Okay, wenn ihr dann am richtigen Platz angekommen seid, dieser hier, dieser Champion, befindet sich in 7i7. Unterhalb dieses Schiffes der Schwarzen Hand. Der Platz ist ganz gut zu erkennen. Da gegenüber ist ein Lager. Dann haben wir da den Anker. Also praktisch gegenüber von dem Anker findet ihr den Altar. Ihr zieht eure Klamotten aus. Tut die Warpaint anlegen. Und dann platziert ihr hier auf dem Altar dies Lockmittel für den Champion oder das Futter für den Champion. Dafür müsst ihr das einmal in die Hand nehmen. So, und dann könnt ihr das hier platzieren. Und jetzt sollte der Champion erscheinen. Da ist unser Champion, ja. Also ich habe ein wenig, für die Aufnahme habe ich jetzt ein wenig die Schwierigkeit runtergedreht. Beziehungsweise ich habe die Stärke meines Angriffs verdoppelt. Also anstatt 1 auf 2. Oh, das war es schon. Mir war gar nicht nötig. Also war jetzt wirklich nicht schlimm. Und er gibt uns Brand of Rhino. Er gibt uns praktisch ein Stück von seinem Fleisch. Und er gibt uns mehr Fänge. So, ihr könnt ihn natürlich noch ernten, wenn ihr das wollt. Da kommt jetzt aber nur eben das Übliche sozusagen bei raus. Ihr müsst euch übrigens ausziehen, wenn ihr kämpfen wollt, damit ihr überhaupt Schaden macht. Ansonsten macht ihr minimalen bis gar keinen Schaden an den Champions. Da ist die nächste. Wir befinden uns hier kurz, das sieht man schon, an der Buccaneer Bay befinden wir uns
Das ist auch wieder 707. Oh, ja, so ist N7, ne? Nee, ist O7. Das ist in O7, hier direkt an dieser Ecke. Platzieren unser Lockmittel oder was auch immer das ist. So, können wir mal was sehen? Das wäre nett, wenn wir. Ja, okay. Oh. Also die sind nicht so schwierig zu bekämpfen. Ja, selbst wenn ich das jetzt nicht etwas erhöht hätte, dann wäre er nicht wirklich schwierig zu bekämpfen gewesen. Natürlich gibt es immer, weil es ja Bosse sind hier, gibt es immer irgendwas Spezielles. Jetzt gab es hier Dämonenblut, Schattenblumen. Also die bringen euch auch so eine ganze Menge an netten Dingen extra. Unser nächster Kämpfer ist direkt praktisch vor dem Frosttempel, ist der Altar. Zeige es euch auf der Karte. Also es ist hier in 14, zwischen D und E 14. Hier ist der Frosttempel, also ich stehe praktisch direkt davor und hier sind so einige Steine und hier können wir unser Lockmittel ablegen, um hierher zu kommen. Solltet ihr Nahrung oder so mithaben gegen die Kälte. So, und da ist unser Kämpfer. Hallo? Ach nee. Komm mal hierher. Okay, das geht ja gut los. Hallo? Ja, so komme ich aber nicht an dich ran eigentlich. Jetzt. Ja, das ist natürlich. Okay, da ist er. Gut. Der bewegt sich natürlich relativ langsam. Also der Angriff ist jetzt nicht so schlimm. Okay, das war's schon. Wupp. Ach, alles plündern ist jetzt cool. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Und dann können wir doch von dir bestimmt auch noch was Nettes bekommen. Nachdem wir die ersten drei Champions besiegt haben, kommen wir wieder hierher. Ihr habt wahrscheinlich schon oben links in der Ecke gesehen, dieser Buff Challenger, also Rüstung kommt von dem, was ich gegessen habe. Und der Challenger Buff erhöht das Charisma. Das ist das, was wir benötigen, damit wir tatsächlich diese Champions besiegen können, weil wir damit wesentlich mehr Schaden machen und den Schaden machen wir aber nur, wenn wir eben nackt sind und diese Paint angelegt haben. Wir kommen also hierher wieder zurück nach den ersten drei Champions und benutzen jetzt den Altar von Jebel Zak und legen diese drei Dinge hier rein. Sagen jetzt, wir möchten das gerne herstellen. Dafür brauchen wir noch einmal Champion Lure, okay. Lovely weather for a hunt, eh? Dann kaufen wir das noch einmal und packen das noch dazu. So, jetzt können wir die Champion Lure herstellen. Jetzt können wir diese Grand Champion Lure benutzen. Und wir gehen hier wieder her Welcome, Hunter. und kaufen bei ihm Potion of the Hunt. Damit kommen wir in Jebel Zaks Dungeon rein. Und mit dieser Potion of the Hunt, die ist nur sehr kurz überhaupt gut. Dann, also nur, du hast nur eine Minute. Das heißt, du kannst sie nicht vorher kaufen. Und wenn wir die jetzt benutzen mit F, dann kommen wir in Jebel Zaks Dungeon. Das ist ja grundsätzlich etwas, was wir schon auch von normalen Dungeon her kennen. Hier haben wir den Altar und auf dem Altar bringen wir jetzt hier das hier da. Was ihr hier jetzt seht, ist mein zweiter Versuch mit dem Bären. Und ich muss euch sagen, der ist also aus meiner Sicht extrem schwer, zumindest hier im Moment jetzt. Es gab mehrere Probleme. Also das eine war, dass man sich immer irgendwie in ihm fängt und nicht von ihm wegkommt. Wenn man so niedergeschlagen wurde und aufgestanden ist, dann ist man nicht von ihm weggekommen und ja, wie ihr sehen könnt, hat der ordentlich Kraft.
Und was ich gerade nicht verstehe, warum mein Aloe hier nicht richtig heilt, das hatte ich gar nicht bemerkt in dem Moment. Auf jeden Fall, in diesem Fall hier hatte ich dann das Glück, dass er irgendwann verbuggt ist. Also es gibt hier im Moment, zumindest auf dem Beta-Server, offensichtlich zwei Bugs. Einerseits, wenn man niedergeschlagen wird, kann man sich erstmal so nicht wegbewegen. Und das zweite ist, dass er sich, wenn man wie in meinem Fall, sage ich mal, Glück hat, einfach irgendwo aufhängt und nicht mehr bewegt. Und ja, dadurch konnte ich ihn dann hier letztlich erledigen. So, wir haben da jetzt wieder viele feine Sachen von ihm bekommen. Er gibt euch jedes Mal eine Tafel der Macht. Und wenn ihr die benutzt, bekommt ihr jeweils 60 zusätzliche Wissenspunkte, was wirklich nice ist. Wenn wir das gemacht haben, dann können wir zurückgehen in unsere Taverne. Ihr braucht also eine Taverne. Und ja, hier wird ordentlich gefeiert. Hier sitzt jetzt Xil the Wanderer, also Xil der Wanderer. Und mit dem können wir sprechen. Von ihm können wir Lure Corruption lernen. Jetzt geht's nochmal zum Händler, noch einmal Champion Lure kaufen. Und die brauchen wir gleich in Almeraya. Dies ist jetzt eigentlich schon der zweite Teil dieses Events. Und zwar können wir uns nochmal den Bären als ja, Haustier holen, wenn ihr so wollt. Und dafür müssen wir eben erstmal mit Xil sprechen. Und dann müssen wir hier nach Almeraya rein. Und ich laufe hier jetzt gerade so etwas verwirrt rum, weil hier keine NPCs spawnen. Und ich habe eine ganze Zeit gewartet und habe dann beschlossen, einfach reinzugehen. Nehmen wir mal an, es sind Gegner da, ja? Dann hier hochklettern am besten. Oder euch natürlich durchkämpfen, ist klar. Hier runter. Und ja, hier habt ihr schon ein paar Gegner zu bekämpfen. Also es waren so 5, sage ich mal, bei meinem letzten Versuch. Und dann hier diese Tür kaputt machen. So. Und jetzt hoffen wir mal, dass da unten alles okay ist. Hier runter. Also, wie gesagt, ich habe das Ganze schon mal gemacht. Und dann ist mir eigentlich nur ein Kämpfer hier runter gefolgt, ja. So, und jetzt nehmen wir hier wieder unsere Champion-Lure und platzieren die hier, wie schon bei den anderen Altären auch. Und da kommt unser Gegner. Oh, ich bin aber nicht ausgezogen. Oh, also wieder ein Werwolf. Ein bisschen dunkel hier drin. Ja, jetzt haben wir ihn aber gleich. Also der ist bei weitem natürlich nicht so stark wie der Bär. Und er hat jetzt etwas ganz Wichtiges, was wir brauchen, nämlich dieses alte Blut, Ancient Blood. Neben den Fängen natürlich und wir ernten ihn natürlich auch ab. Jetzt können wir hier mit der Grand Champion Lure, die hier hergestellt wird, das aus normaler Lure und ja, das haben wir ja schon gemacht. Jetzt können wir hier die Maludorus Grand Champion Lure herstellen. So, das machen wir jetzt. Nachdem wir hier die Maludorus Grand Champion Lure hergestellt haben, muss die erstmal vergammeln, sage ich mal. Also der Timer hier muss ablaufen, das heißt 24 Stunden. Das kann man hier auch sehen, haben sie hier im Grunde genommen auch geschrieben, dass es im Moment zu giftig ist, um den Gegner zu foppen. Und ja, das dauert also 24 Stunden. Und nach diesen 24 Stunden habt ihr die Tainted Grand Champion Lure. Mit dieser Tainted Grand Champion Lure Lovely weather for a hunt, eh? Können wir jetzt wieder die Potion kaufen. Und können nochmal in Jebel Saks Dungeon rein.
Also benutzen wir die jetzt nochmal. Oh. Kommen wieder hier rein. Und können jetzt diese Tainted Lure, Grand Champion Lure, hier hinlegen. So, der hat jetzt noch mehr Leben. Und ja, ist nicht so leicht zu besiegen. Also, das ist wirklich haarig. Diesmal verbackt er sich nicht. Gleicher Mann. Okay. Okay, der hat jetzt etwas anderes für uns, nämlich das Corrupted Savage Horn. Das korrumpierte wilde Horn. Und mehr Gnarled Fangs. Und wir ernten ihn natürlich auch wieder hier für, insbesondere für die Tafel der Macht, die uns 50 Wissenspunkte gibt, ja. So, bei diesem korrumpierten wilden Horn heißt es jetzt, es ist aktuell unmöglich zu halten oder zu benutzen, weil es in dieser negativen Aura gefangen ist sozusagen. Das heißt, hier müssen wir auch wieder abwarten, den Timer von 24 Stunden. Sieh mal. Und dann, wenn dieser Timer abgelaufen ist, bekommen wir ein anderes Horn. So, nach 24 Stunden haben wir jetzt das Gura the Hunter und können das benutzen. Und bekommen unseren Gegner aus dem Dungeon als tierischen Begleiter. Gura the Hunter. So, meine Lieben, ich hoffe, ich konnte euch einen guten Überblick über das neue Event geben. Und wir sehen uns im nächsten Video. Abo und Like nicht vergessen. Mach's gut, bis dann, ciao.